Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt an diesem fünften Spieltag zur Abwechslung mal keine Konferenz. Das ist der Champions League geschuldet. Das wäre zeitlich ein zu hoher Aufwand gewesen. Dafür gibt es teilweise Zusammenfassungen, die über 5 Minuten gehen. Ich habe alles rausgeholt aus den Highlights. Das, was gespielt wurde von der PlayStation, das seht ihr hier. Viel Spaß auf jeden Fall. Danke fürs Reinschalten und lasst gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da. Jetzt geht's los mit der Freitagabendpartie Stuttgart gegen Köln. Der VfB Stuttgart startet den fünften Spieltag daheim gegen den ersten FC Köln. Und die Schwaben, sie sind wirklich gut in diese Saison reingestartet, wenn man sich die 4 Spieltage betrachtet. Sogar deutlich besser, als es die meisten wohl für möglich gehalten hätten. Hier gegen den ersten FC Köln auch dadurch fast in der Favoritenrolle, was für einen Aufsteiger schon ziemlich ungewöhnlich ist. Aber der erste FC Köln sammelte zumindest den allerersten Punkt letzten Sonntag gegen Frankfurt, kam danach einem Rückstand zurück. Eckstoß von der rechten Seite. Pascal Stenzel mit dem Kopfball, der aber noch rüber geht. Es war eine starke Anfangsphase des VfB Stuttgart. Der erste FC Köln konzentrierte sich erstmal auf die Defensive, ist angehalten, hier nicht schon ganz früh in Rückstand zu geraten. Knappe Viertelstunde von der Uhr, der VfB aber weiterhin drückend überlegen. Borneau erstmal dazwischen. Querschläger, Ball kommt zurück. Koulibaly zu Kalajdzic. Mangala, Kalajdzic nochmal zu Koulibaly. Und Timo Horn, der auch zuletzt gegen Frankfurt im Mittelpunkt stand, kann sich hier auszeichnen, klärt zum Eckstoß. Aber es war eine fantastisch geführte Partie der Gastgeber. Gonzalo Castro, der nochmal seinen zweiten Frühling hier erlebt. Mangala, Didavi, schön abgewartet. Wataru Endo! Und jetzt ist der Ball im Tor. 23. Spielminute, das 1:0. Mehr als verdient. Lange überfällig. Und die Geißböcke erstmals geschlagen. Sie hatten nach vorne aber auch nicht wirklich einen Plan. Wieder die Matarazzo-Elf. Kalajdzic mit der Hacke, das ist frech. Und Castro fast mit dem 2:0. 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Gegen die Hertha traf er aus zweiter Reihe. Diesmal steht einzig und allein ein Torhüter dazwischen. Damit ging es erstmal in die Pause. Schmeichelhaft für Köln, dass sie hier überhaupt noch in der Partie waren. Nach vorne ging wirklich nichts und nach hinten waren sie doch arg anfällig teilweise. Fahrlässige Chancenverwertung bei Stuttgart. Sollte sich das rächen. Benno Schmitz über die rechte Seite. Aber sinnbildlich diese Flanke hier aufs Tor. Wortwörtlich aufs Dach des Tores. Der VfB Stuttgart kam dann wieder besser rein. Hat auch nicht viel Druck hier. Köln steht in letzter Linie mit vielen Männern, aber keine wirkliche Gegenwehr. Sie schauen sich das an, lassen Koulibaly hier abschließen, zu zentral, aber um Timo Horn in Gefahr zu bringen. Noch etwas mehr als 20 Minuten zu spielen. Der VfB jetzt nochmal mit erhöhtem Druck. Silas und Castro. Das ist ein zu leichtes Zusammenspiel. 2:0. Und jetzt hat Castro doch seinen Treffer. Lange überfällig auch dieser Treffer. Jetzt war er da für den ersten FC Köln. Blieben noch knapp 15 Minuten. Elvis Rex Peschei. Und plötzlich waren sie dann doch wieder da. 79. Sebastian Andersson. Eine der wenigen Lichtblicke an diesem Freitagabend. Und sie bekamen nochmal die Möglichkeit. 90. Minute. Jakobs nicht im Abseits. Jakobs. Krasor dazwischen. Noch nicht endgültig geklärt. Rex Bischai. Und jetzt. Wolf! 3. Minute der Nachspielzeit. Gregor Kobel hält hier den Sieg fest. Den verdienten Sieg. Aber er stand jetzt am Ende doch noch einmal auf der Kippe.
weil Stuttgart es verpasst hat, frühzeitig alles klar zu machen. Sie gewinnen aber mit 2:1 hochverdient. Ein tolles Spiel der Gastgeber. Die nächsten 3 Punkte für den Aufsteiger. Der erste FSV Mainz 05 rennt noch immer dem ersten Punkt hinterher. Und nun ausgerechnet gegen Borussia Mönchengladbach. Die haben zumindest die Champions League in den Knochen. Vielleicht geht da ja was. Es war ein zähes, ein fades Spiel, lange Zeit. Hier Embolo mal, der sich versucht, aber von Iakate am erfolgreichen Abschluss gehindert werden kann. Das erste Zeichen nach vorne. Jetzt schon eine halbe Stunde gespielt. Gladbach in der dominanten Rolle. Mainz nur im Zuschauermodus. Benze Baini, Florian Neuhaus. Etwas ins Risiko gegangen, wird mal belohnt, gibt Räume, Thüram und Kilian dazwischen. Kleiner Aufruhr hier, aber Kilian spitzelt erst den Ball weg, dann liegt der Gladbacher etwas glücklich für Mainz. Aber wohl die korrekte Entscheidung. Jetzt aber, Kunde Malon. Wie aus dem Nichts, das 1:0 für Mainz, fast im Gegenangriff zu der vorhergegangenen Situation im Strafraum geht Kunde Malon mit Mainz hier in Führung. Aber Borussia Mönchengladbach juckte das nicht wirklich. Stindl, Embolo und Ausgleich. 42. Das Ergebnis auf Gleichstand gestellt und das noch vor dem Pausenpfiff. Und es gab nochmal eine Möglichkeit im ersten Abschnitt. Embolo. Erstmal raus zu Benze Baini. Mainz lässt auch viel Platz. Zu viel Platz vielleicht. Jonas Hofmann muss vielleicht früher abschließen. Und trotzdem kommt nochmal ein guter Schuss zustande. Lars Stindl. Ball noch abgefälscht. Nicht leicht dadurch für Zentner. Der ist mit dem Unterarm dran und klärt zur Ecke aus. Der resultierte nichts. Es ging erstmal mit dem 1:1. In die Pause, für Mainz doch relativ schmeichelhaft. Etwas über eine Stunde jetzt gespielt. Der erste FSV Mainz 05 stabilisierte sich etwas. Momentan hätten sie ja den einen Punkt hier auf der Habenseite. Latza, schöner Pass. Kunde Malon, diesmal aber zu überhastet. Gut durchgelassen zwar. Aber für Jan Sommer ist das dann kein Problem. Geschah lange Zeit nichts. Zentner macht es dann aber scharf. Wir sind schon in der 90. Minute. Jonas Hofmann. Mainz mit ausreichend Spielern in der Box. Es gibt auch nur eine Minute Nachspielzeit. Dieser Angriff aber, er wird nochmal gegeben. Neuhaus, Hofmann. Wunderbarer Pass. Und Leiner. Und Leiner mit dem Kopfball. Zentner, schöne Parade. Muss auch im kurzen Eck da sein. Und dann zum Eckball geklärt. Und den gab es natürlich noch. Und jetzt Konfusion. Ginter an die Latte. Saint-Just mit der Hand. Es gibt tatsächlich Handelfmeter. Nicht hundertprozentig aufzuklären, aber dann wohl doch die zu akzeptierende Entscheidung. Und die Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach. Und Lars Stindl. 90 plus 5. Bitterer kann es für Mainz nicht laufen. Gladbach holt sich hier aus der Opel Arena doch die 3 Punkte ab. Und das mit dem letzten Atemzug. Es blieb bei diesem 1:2 logischerweise. Es wurde nicht mal mehr angepfiffen. Für Mainz richtig bitter. Verdient aber trotzdem der Sieg für Gladbach. Der erste FC Union Berlin misst sich mit dem SC Freiburg. Das Duell zweier Mannschaften, die aus ihren wenigen Möglichkeiten doch das Allermeiste rausholen. Haben sich mittlerweile mit richtig starken Spielern verstärkt. Und die erste Chance, die sahen wir dann auf Seiten des SC Freiburg. Hier durch Nils Petersen, zwar nur aus der zweiten Reihe, aber trotzdem ein sehenswerter Schuss, den man sich hier mal in der Wiederholung betrachten kann. Freiburg zuletzt richtig stark gegen den SV Werder Bremen, aber man brachte sich um den eigenen Lohn, gewann nicht, spielte nur 1:1, Union auch nur 1:1 in
Gelsenkirchen. Hier aber gingen sie dann in der 13. Minute in Führung durch Max Kruse, der in der Mitte zu viel Platz bekommt. Alles orientiert sich auf den ballführenden Bojan Palo. Der legt dann relativ einfach rüber. Jetzt Freiburg. Höhler kommt erst nicht durch. Dann sieht da Höfler Vincenzo Grifo. Ausgleich 29. So schnell geht es dann auch hier im Stadion an der alten Försterei. Diesmal Grifo mit zu viel Platz. Und keine Chance für Lute, der wieder den Vorzug bekam vor Loris Karius. Ist eben auch schon gut eingespielt jetzt hier bei den Eisernen. Vor der Pause nochmal. Grisha Prömel. Was für ein wunderbarer Pass. Kruse quergelegt. Pojan Palo. Aber Kruse dann ein Tick im Abseits. Mit dem Knie ist er da in der verbotenen Zone. Das wäre sonst eben das sichere 2:1 gewesen. So ging es eben nur mit dem 1:1 in die Pause. Der zweite Durchgang ließ leider vieles vermissen, war nicht mehr so ansehnlich wie der erste, nicht mal im Ansatz, und dementsprechend sind wir schon in der Schlussphase, in der absoluten, in der 90. Minute, in der Nachspielzeit. Freiburg kam nochmal, die Gäste nach vorne, Knoche gut dazwischen, Höfler macht's nochmal scharf, Höhler, Petersen, schöne Drehung, Grifo, und das ist Santa Maria, das muss es doch sein. Die Riesenchance in der 90. Spielminute, hier den Auswärtssieg mitzunehmen für die Elf von Christian Streich. Aber er verpasst die Chance um Haaresbreite. Wäre auch nicht verdient gewesen. Union Berlin hat sich diesen Punkt hier verdient. Der SC Freiburg ebenso. Damit ist das 1:1 absolut in Ordnung. Die Duelle zwischen Leipzig und Hertha BSC prägten zuletzt immer ziemlich viele Tore, ziemlich viele Elfmeter und ja, fantastische Partien in der Regel. Und so ging es hier spektakulär los. 7. Spielminute, Handspiel von Lucas Toussaint, der sich hier selbst anköpft. Äußerst unglücklich, aber da gehört die Hand halt auch einfach nicht hin. Die Möglichkeit zur frühen Führung für Leipzig. Christopher Nkunku nimmt sich der Sache an. Nkunku gegen Schwolo. 1:0, 8. Spielminute. Der Tabellenführer geht hier ganz früh in Führung. Aber die Hertha ließ sich davon nicht schocken, auch wenn sie in den letzten Wochen nicht gut drauf waren. Piontek, Kunja, super gespielt und Ausgleich. Ausgerechnet Lucas Toussaint, der den Handelfmeter noch verschuldete. Jetzt steht da goldrichtig. Zu frei drückt den da aus kurzer Distanz an Gulaschi vorbei. Es wurde wieder ein Spektakel. Piontek, Darida. Piontek, Christoph, Piontek. Auch etwas untergetaucht in dieser Bundesliga-Saison bisher. Jetzt macht er das 2:1. Leipzig plötzlich im Rückstand. Sie wussten gar nicht, wie ihn da geschah nach früher Führung. Das ist Paulsen, der mit dem Traumtor gegen Augsburg zuletzt. Jetzt wieder in der Startaufstellung, trifft hier aber nur das Außennetz. Ein bisschen merkte man Leipzig die englische Woche mit Champions League gegen Bajakche hier noch an. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Nagelsmann-Elf. Kevin Campbell. Überragendes Auge für Nordi Mukiele. 2:2, 43. Minute. Das 4. Tor an diesem Samstagnachmittag. Es machte als neutraler Zuschauer vor allem Laune, sich das anzuschauen. Und die Elf von Bruno Labbadia hielt hier gut mit. Sie bekam aber auch die Möglichkeit, weil Leipzig teilweise zu langsam wieder nach hinten rückte. Viel Platz für die Hertha. Darida, schöner Pass. Kunja, rübergelegt, Darida. Das ist dann aber auch einfach zu leicht. 67. Gutes Auge von Kunja. Gulaschi teilweise da richtig alleine gelassen. Schlussphase. Leipzig nochmal mit den letzten Körnern. Mukiele. Flanke und stark mit dem nächsten Handelfmeter.
Das gibt's ja nicht. Aber auch das. Zu Recht, aus kurzer Distanz, schießt sich da selbst an. Aber Nkunku. Ist egal. Verwandelt auch den zweiten Elfmeter, 87. Minute. Das 3:3. In einer fantastischen Bundesliga-Partie, die auch kein Verlierer verdient gehabt hätte. So endet es mit diesem 3:3. Leipzig bleibt ungeschlagen und für die Hertha ist es zumindest endlich mal wieder ein Punkt nach dem ersten Spieltag. Und das ist bei Leipzig doch durchaus respektabel. Die Bayern empfingen die Eintracht aus Frankfurt am Samstagnachmittag und die in Rot gekleideten Gastgeber hatten hier von Beginn an das Zepter logischerweise in der Hand. Eintracht Frankfurt nach dem 1:1 gegen Köln, aber eigentlich wieder auf der Suche nach dem nächsten Dreier, dass man ihn ausgerechnet hier in München mitnehmen sollte. Nicht unbedingt realistisch, aber sie machten zumindest in der Defensive einen sehr stabilen Eindruck und sie kamen über Standardsituationen. Das hatte in der Vorsaison hier ganz gut geklappt. Da hatte Hinteregger zweimal zugeschlagen. Man verlor aber trotzdem. Hier dann der erste Abschuss auf das Tor. David Abraham setzt sich hier durch mit dem Kopfball, aber Neuer ist im gefährdeten Eck und hat keine Probleme mit denen festzuhalten. Trotzdem Frankfurt frech und Bayern mit der Konteranfälligkeit, die man ab und an mal zu sehen bekommt. Touré zu Bastos, schnell weitergeleitet zu André Silva. Und der ist momentan in guter Verfassung. 29. Minute. Den Elfmeter gegen Köln souverän verwandelt. Hier bleibt davor Manuel Neuer cool und lässt dem deutschen Nationaltorhüter keine Chance. Bayern also im Rückstand. Mit einer großen Herausforderung gegen kampfstarke Frankfurter. Lewandowski, Gnabry. Muss vorm Seitenwechsel hier natürlich der Ausgleich sein. Einen wie diesen macht Gnabry in 9 von 10 Fällen mit verbundenen Augen. Nach 45 Minuten stand es dann aber 0:1. Die Führung von Silva hatte Bestand. Bayern jetzt aber noch mit mehr Wut im Bauch. Knapp 10 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Das ist Marc Rocker, der einmal zu Goretzka legt. Müller, 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 Müller. 55. Minute, Ausgleich. Man sollte nicht immer mit Superlativen um sich werfen, aber momentan möglicherweise der wichtigste Spieler im Gebilde des FC Bayern München. Das brachte logischerweise eine noch breitere Brust beim Rekordmeister. Da kam sie dann. Goretzka zu Müller rübergelegt. Der Abschluss mit links auch nicht so schlecht. Etwas zu mittig aber. Und zudem hat Frankfurt mit Kevin Trapp auch einen überdurchschnittlich guten Torhüter zwischen den Pfosten. Noch etwa 10 Minuten auf der Uhr. Die Bayern mit dem Versuch hier das 2:1 zu erzwingen. Thomas Müller zu Koeman. Wird da nicht gut angegriffen. Koeman macht es gut. Scheitert aber an Kevin Trapp. Das erzählt auch ein bisschen die Geschichte dieses Spiels. Trapp hält hier quasi im Alleingang dann das 1:1 fest. Hat sich Frankfurt aber auch irgendwo erarbeitet. Und das 1:1 für die Bayern vielleicht etwas unzufriedenstellend. Derby am Samstagabend und die Vorzeichen könnten kaum klarer verteilt sein. Der BVB in der ganz hohen Favoritenrolle gegen die königsblauen Schalker. Die Möglichkeit, die Schalke aber hier möglicherweise erahnen kann, sie hatten unter der Woche frei, Dortmund musste oder durfte in der Champions League ran. Und wenn Schalke richtig tief unterlegen ist, dann sind sie in den Derbys häufig mal bissig. Zuletzt unter Geisteratmosphäre aber gab es hier eine Klatsche im Westfalenstadion. Gehen wir in die Partie rein. Schalke hatte lange Zeit hier gute Möglichkeiten, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Der BVB kam nicht richtig in Fahrt, hatte noch
die Champions League eben in den Knochen. Dann aber mit dem Ballgewinn und der Umschaltsituation. So richtig schnell geht's nicht, aber der Pass hier von Witzel raus auf Reus ist richtig gut getimt. Reus sieht dann den Witzel wieder, der mitgelaufen ist. Rafael Guerreiro, da Hut! Und plötzlich steht's 1-0. 10 Minuten vor der Pause. Die Führung für spieldominante Dortmunder, die bis dato aber keine nennenswerten Tormöglichkeiten rausgespielt hatten. Nichtsdestotrotz geht das so in Ordnung. Schalke wiederum viel zu passiv. Renault hier überlistet. 1-0 für den BVB. Weiterhin taten sich die Mannschaften, was Torchancen angeht, wirklich schwer und hielten sich zurück. Dortmund versuchte es zumindest zu kreieren. Schalke stand lange Zeit, aber sehr gut. Sodass auch so ein Pass hier von Paslak, der fast perfekt kommt, in diese Highlights Einzug gehält. Sancho kommt ein, zwei Schritte zu spät und rauscht dann noch mit Renault zusammen. Aber nichts Schlimmeres. Vor dem Seitenwechsel nochmal Schwarz-Gelb. Dahoud sehr auffällig. Sancho zu Erling Haaland. Fehlpass, den sich Reus aber noch erarbeiten kann. Starker Auftritt von Marco Reus. Sancho, jetzt wird's wieder schön. Guerreiro tritt nochmal drauf. Dahoud, das Auge für Haaland. Und 2-0. 45. Minute. Super gespielt. Das ging diesmal ein, zwei Gänge zu schnell für den FC Schalke 04. Dann steht Renault nicht gut, lässt sich auch noch tunneln. Es kam wirklich alles zusammen jetzt für die Gäste. Die Elf von Manuel Baum hier doch genau so unterlegen, wie man das schon hätte befürchten müssen aus Gästesicht. Aber es war zumindest noch keine komplette Abreibung. Man könnte also theoretisch mit einem Anschlusstreffer hier nochmal Feuer reinbringen. Und Schalke bemühte sich, nach vorne zu spielen. Aber wo ist die Lücke? Der BVB macht es auch clever. Jetzt vielleicht mal Bostoan. Ja, vielleicht so. 52. Minute. Roman Bürki jetzt wieder zwischen den Pfosten. Letzte Woche in der Bundesliga musste er aussetzen oder durfte auch pausieren. Jetzt war er wieder gefragt und fischt den hier raus mit den Fingerspitzen. Schalke mutiger, das ist ja das, was man sehen möchte, was man aber auch erwarten kann, vor allem in einem Derby. Hier vielleicht Mascarell mit der nächsten Möglichkeit, stand dann aber auch im Abseits. Trotzdem, das war dann tatsächlich mal guter Fußball, den man hier bei Schalke sah. Hat man lange nicht sagen können, diesen Satz. Jetzt war es an der Zeit, leider aber eben mit dem Makel Abseits. Die Partie trudelte Stück für Stück aus. Der BVB in zweifacher Führung wollte mit dem 3-0 jetzt aber auch alles klar machen. Reus zu Julian Brandt. Schön rübergelegt. Haaland, nochmal Haaland. Mit der Doppelchance verpasst hier die vorzeitige Entscheidung in der 70. Minute. Diesmal macht es Renault aber richtig gut. Erst stark, dann auch etwas Glück dabei. Aber groß mussten sich die Dortmunder nicht grämen. Schalke hatte nach der Pause eine gute Phase. Anschließend schliefen sie wieder ein, was die Offensivbemühungen anging. Und so schon die 90. Minute. Rafael Guerreiro zieht nochmal zurück. Jadon Sancho, Julian Brandt zu Reyna. Aber Renault wehrt dann in die Mitte ab, sodass geklärt werden kann. Es blieb also bei diesem 2-0, das nach 45 Minuten schon feststand, ist auch so das absolut verdiente Resultat. Für Schalke war nicht so viel drin heute. Klar, da muss Aufbauarbeit geleistet werden. Doch die wichtigen Punkte für Königsblau, die werden in dieser Saison tatsächlich woanders geholt werden müssen. Gegen den BVB waren sie doch zu klar unterlegen, als hier etwas möglich gewesen wäre. Es endet mit 2-0. Klar hätte Schalke gerne was mitgenommen, aber erwartet hat das eigentlich niemand.
Der VfL Wolfsburg drückte sich ja in letzter Instanz doch noch vor dem Europa League-Fahrt in dieser Saison, konnte sich also ausruhen unter der Woche, hatte jetzt gegen Bielefeld die Chance, den ersten Sieg einzufahren. Nach 4 Spielen stehen da 4 Unentschieden. Jetzt stand es erstmal auf erste Niederlage, weil Christian Gebauer hier gar keinen Respekt vor den Wölfen zeigt. Mit der ersten guten Tormöglichkeit gehen die Gäste aus Bielefeld in Führung. Castells kommt nicht mehr ran. Richtig stark gemacht, die Gäste waren frech und der VfL Wolfsburg kreierte extrem wenig Torgefahr nach vorne. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel, vielleicht jetzt mal über Weghorst. Memedi mit der Hacke, schön zu Baku. Zumindest mal ein Abschluss. Nicht platziert genug, dann ist Ortega da und hält den Ball. So ging es mit dem 0:1 in die Pause. Das verdiente Resultat, Bielefeld wirklich frech und wieder sehr auffällig. Nachdem sie ja zuletzt 1:4 gegen die Bayern, vor allem im zweiten Durchgang, einige positive Ansätze zeigen konnten. Zweiter Abschnitt. Klar, Wolfsburg drückte schnell auf den Ausgleich. Zumindest das fünfte Unentschieden wollte man sich mitnehmen. Aber es sah hier, wie in dieser Situation mit Memedi, doch teilweise echt hilflos und unglücklich aus. Hartl, genialer Pass zu Klos, kein Abseits. Fabian Klos, aber Castells ist da. Unten wird das Abseits aufgehoben von Roussillon. Dann ist dieser Schuss aber nicht gut genug. Aber von Wolfsburg kam wirklich nur noch sehr wenig. 80. Minute, Memedi. Giavogi, Gerhard, Weghorst, aber Van der Horn stemmt sich hier rein. Und das ist, ja, symptomatisch für diese Partie. Bielefeld immer einen Schritt schneller, immer in Gedanken, früher da. Und somit retten sie das 1:0 über den Schlusspfiff und schlagen Wolfsburg doch überraschend mit 1:0. Am Sonntagabend durfte der SV Werder Bremen gegen die TSG aus Hoffenheim ran. Bremen zuletzt mit dem 1:1 in Freiburg doch gut bedient. Hoffenheim verlor gegen Dortmund mit 0:1. Hier Bremen aber im Vorwärtsmarsch und das erfolgreich. Und ausgerechnet durch Milot Rashica, dass der nochmal positiv in Erscheinung tritt beim SVW, damit war auch nicht zwangsläufig zu rechnen. Aber sollte er tatsächlich im Winter verkauft werden, kann man mit sowas seine Transfersumme, vor allem das Handgeld, dann auch in die Höhe treiben. Aber wir wollen da ja niemanden etwas unterstellen. 45. Minute dann schon, Hoffenheim hier mal über die rechte Seite. Sonst war nicht viel zu sehen vor der Elf von Sebastian Hoeneß. Pavlenka wehrt zur Ecke ab und auch die schauen wir uns nochmal an. Eines der wenigen Highlights der Gäste. Bebu, Gebrselassie dazwischen. Dann ein Kuddelmuddel, das irgendwie von Bremen bereinigt werden kann. Erst Vogt, dann Rudi und nochmal Rudi. Geklärt im Kollektiv. 1:0 nach 45 Minuten. Zum Ende hin doch etwas glücklich und schmeichelhaft für Werder. Aber sie haben es auch dann erzwungen, das Glück. Der zweite Durchgang ging dann besser für die in rosa gekleideten Sinsheimer los. Mead Gacinovic, schöne Einzelaktion, schöner Pass. Geiger läuft durch, steht am zweiten Pfosten dann super positioniert und gleicht aus. Verdienter Ausgleich unter dem Strich. Gehen wir schon in die Schlussphase rein. Hoffenheim hatte den längeren Atem. Trotz Pause der Bremer unter der Woche, die Hoffenheim sich nicht genehmigen konnte, in der Europa League ran musste. Noch einmal die Chance hier. Pavlenka aber mit der Parade hält hier das 1:1 für Werder Bremen fest. Die spielen jetzt schon wieder 1:1. Sind damit zufrieden. Für Hoffenheim wäre vor allem nach dem zweiten Durchgang der Sieg sogar möglich gewesen.
Zum Abschluss des fünften Spieltags trafen Bayer 04 Leverkusen und der FC Augsburg aufeinander. Schwarz gegen Weiß. Die in Weiß gekleideten Gäste mussten zuletzt die erste Saisonniederlage gegen Leipzig hinnehmen. Leverkusen gewann endlich mal beim ersten FSV Mainz 05, aber auch nur mit 1:0. Deswegen hier der frühe Führungstreffer, doch etwas überraschend, aber auch möglicherweise brustlösend für Bayer 04. Kerim Demirbay wird da gut freigespielt und bleibt dann auch eiskalt vor Rafa Giekewitz. Augsburg fehleranfällig im Spiel nach vorne, eher ungewöhnlich. Diaby, ist es egal. 26. Minute, das 2:0 für die Gastgeber. Die Fuggerstädter taten sich hier schwer gegen doch sehr schnell und präzise spielende Gastgeber. Die Möglichkeit für die Fuggerstädter aber nochmal ranzukommen, sie war gegeben durch Khedira. In der 35. Minute muss sich Gregoritsch vielleicht sogar selber den Abschluss nehmen. Von Khedira ist der Schuss dann deutlich zu harmlos. Nach 45 Minuten ein 2:0 für Leverkusen ging so in Ordnung. Der zweite Durchgang dann eher von großer Langeweile geprägt. Deswegen sind wir schon in den Schlusszügen dieser Partie. Khedira, diesmal ein genialer Pass. Strobel kommt auch zum Abschluss, stand aber im Abseits. Sehen wir hier doch recht deutlich, das ist ein knapper Meter. Trotzdem gut gespielt war es auf jeden Fall und das konnte man Augsburg lassen. Sie bemühten sich, sie steckten den Kopf nicht in den Sand, auch als die Partie schon sehr alt wurde und die Erfolgsaussichten eher niedrig waren, steckten sie den Kopf eben nicht in den Sand und sie kamen noch einmal. Aber noch einmal standen sie im Abseits durch Michael Gregoritsch. Läuft da viel zu früh rein, klar. Und von Leverkusen dann aber auch gut verteidigt. Es blieb beim 2:0 das verdiente Resultat. Leverkusen gewinnt zum zweiten Mal in Folge und Augsburg muss die nächste Niederlage hinnehmen. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.